Hey Kinder, was geht bei euch ab? Junge, ich habe im Steam Summer Sale zugeschlagen, habe mir How to Survive gekauft, ja? Da möchte ich gerne diesen Barrikadenspielmodus testen, denn ich habe euch was zu erzählen und da brauche ich halt was im Hintergrund, was ich da so ein bisschen machen kann. Und ja, gibt Obacht. Vorhin habe ich das Demo-Video von Fallout 4 gesehen und es ist ultra krass. Ich kann gar nicht beschreiben, wie schön ich das fand. Ich bin übelst der Fallout-Fan. Und ich wollte hier einfach über einige Dinge sprechen, die man da eben erfahren hat. Übrigens, so kurz nebenbei hier bei diesem Spiel, dieser Knilch hier muss überleben und ich sollte auch überleben. Man kann dann Sachen craften. Wisst ihr, man kann, ich kurz alles aufheben hier. Eine Crowbar, komm mal zum Kämpfen. Man kann, Turrets bauen, man kann Barrikaden bauen und so weiter, blablabla, bla, bla, hier bei dem Spiel. Worum es mir aber eigentlich geht, ja? Fakten zu Fallout, über die ich mit euch eben sprechen wollte, die ich mit euch besprechen wollte, was ihr davon haltet und so weiter und so fort. Motorbike-Motor, Junge. Am 10. November soll es ja schon kommen, das Spiel, dieses Jahr. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass es so bald kommt dann irgendwie. Es ging dann doch so schnell, ne? Man wartet... Sterb! Ha! Ja! Man wartet zwar schon ewig drauf, aber damit... das hätte ich für dir gedacht, so eine Blamage! Ach komm, bitte stirb. Ja. Man kann dann so Finishing Moves machen hier. Das ist ja schon wirklich bald, ne? Also ich freue mich echt schon wie die Schnitzel drauf. Und es gibt so viele Sachen, allein schon das Aussehen des Spiels ist natürlich bombastisch, ne? Die haben das ordentlich fett aufpoliert, wenn man es mit den alten Dingern vergleicht. Jetzt verpiss dich doch mal, du verkackter Zombie, lass mich in Ruhe. Scheiße, ich habe noch nichts gebaut. Man kann ja was gucken. Ich habe mir was gekocht, ja, Bitches. Erst mal was bauen, weißt du Bescheid? Motorbike-Motor, an old... Hiermit kann man was bauen. Combine mit Holz. Nun haben wir eine Barrikade, oh mein Gott. Ich baue uns hier ein, so. Da machen wir zu. Oh nein, die Schweine kommen ja schon. Tja, hier mache ich zu. Dumm gelaufen für euch. Gott, ist das Spiel laut. Nein, nicht zum Professor Dr. Knilch. Sie legen großen Wert, habe ich gehört, auf diese spielerischen Freiheiten, dass man wirklich frei rumrennt. Man ist, dass man nicht gebunden ist. Du kannst rumrennen, wohin, kannst hinrennen, wohin du willst. Was, Henry, wird attackiert? Hell no, Henry. I just gonna rat you like a rat. Nein, ihr fasst den Henry nicht. Oh, Headcrabs? Oh mein Gott. Yeah. Don't touch me, you fucking Headcrabs. Gonna kill you all. At first, we're gonna start with you, little bitch. And now you are drawn. Ah, ich hätte mir all die Jahre Feuerdinger nehmen können, dann fackeln die so schön ab. Habt ihr gewusst, dass an Fallout 4 seit 2009 bereits gewerkelt wird? Da haben sie sich ja viel Zeit gelassen. Ich weiß nicht, wie lange sonst Spiele entwickelt werden. Vielleicht ist es auch ganz normal und ich babbel hier gerade nur Code. Aber dennoch hätte ich nicht damit gerechnet, dass es schon seit 2009 in der Entwicklung ist. Was liegt? I found a pain crap. What the fuck? Okay, use this for a handgun. Ja, die optische Erstellung der Charaktere ist richtig nice. Man steht vor einem Badespiegel, je nachdem, wen man wählt, als Mann oder als Frau. Man bearbeitet beide und steht vor diesem Spiegel und bearbeitet sich aktiv im Gesicht, schafft man darum. Nicht über irgendwelche Regler, sondern man greift wirklich ins Gesicht des Charakters und schafft damit. Das ist schon mal richtig cool gemacht. Und je nachdem, wie man die Eltern entwickelt, so wird auch das Baby dann. Also so sieht dann auch das Baby aus. Wo man im wahren Leben sagt, ach was, aber da... im Spiel. Schon schick, ne? Storytechnisch macht man das natürlich vor der Apokalypse, vor diesem atomaren Krieg. Man flüchtet sich dann in die Vault und kommt dann nach ungefähr 200 Jahren wieder raus und man ist aber gar nicht so sehr gealtert. Also anscheinend haben die da in der Vault irgendwie sowas, um eben da so ein bisschen den Zahn der Zeit aufzuhalten. Wahrscheinlich Kryokammern oder sowas. Was ich richtig, richtig geil finde, ist, dass der Charakter erzählt. Er hat ungefähr 12.000, 13.000 Sätze, musste der Sprecher einsprechen. Also... ultra geil, man hat jetzt endlich einen sprechenden Charakter. Fallout 4 kann, wie auch schon die Fallout-Teile davor, die zwei davor, kann im First-Person oder im Third-Person, in der First-Person oder der Third-Person-Sicht gespielt werden, je nachdem, wie man es bevorzugt. Und ich merke, wenn ich hier laber, komme ich zu nichts. Ich komme zu nichts. Das Camp ist völlig unbeschützt, ja, alle werden sterben. Super. Und man kann, das Coole ist, man kann jetzt erstmalig aus den... Dialogen einfach auch davonlaufen. Man ist völlig, völlig frei. Du bist nicht gebunden an den Dialog. Du kannst, falls plötzlich geballert wird auch, kannst du sofort rennen, was auch sehr wichtig ist in dem Fall, und kannst einfach dein Ding machen. Kannst auch einfach dem Erzählenden voll in die Fresse schießen. Ist völlig egal. Ich will was basteln. Und zwar, nein, nicht eat. Combine with this shit and then I have some shitty balls. Was habe ich hier? Iron. Iron Barricade. Sleek. Eine Iron Barrikade hin. Zack. Nein. Don't touch my friend. Wie ich um mich schlag, wie so ein Hurricane. Do. Bam. Fass mich nicht an, Dagobert. You touch me too hard. It's so our. Schön die Teile auf, die droppen. Wir können nämlich so ein Sentry Gun bauen, ne? So ein automatisches Geschütz. Ultra nice, ich weiß. Man hat, wie wahrscheinlich auch alle mitbekommen haben, einen Hund. Man kannte das ja schon davor, wenn man einen Begleiter hatte, ne? Dem kann man auch Befehle geben über ein kontextsensitives Menü. Man kann ihn dorthin schicken, man kann sagen, hol mir mal irgendwas und dann holt er das auch. Das ist richtig nice. Der Vets-Modus sieht ultra geil aus. Also ich fand's richtig, richtig schick. Die haben anscheinend auch noch so ein Layer-System
System da hinzugefügt, also damit man die einzelnen Schichten der Panzerung auch möglicherweise sehen und durchschlagen kann, je nachdem. Echt edel, wirklich edel. Es wird ungefähr 50 Basiswaffen geben und an die kann man alle noch so Zeug dran kloppen. Die kann man alle bedazzeln, ja, wie der Amerikaner sagt. Die kann ich verdazzeln. Komm, wir bauen das hier mal ein bisschen auf. Komm, wir bauen das ein bisschen auf. Pam! Kontraproduktiv, was ich hier treibe. Und was ich richtig, richtig fett finde, und ich schätze einfach mal, bevor ich es sage, ich denke, das ist vor allem danach im Spiel einfach zum Zeitvertreib auch notwendig. Und zwar kann man Städte bauen, beziehungsweise man kann Häuser bauen und dadurch aber auch, man kann komplette Städte bauen. So richtig mit Stromversorgung und dem ganzen geilen Scheiß. Also, ha, tschüss, ich verpiss mich, die fetten Öge explodieren hier. Man kann sogar zwischen den Städten, wenn die groß genug sind, kann man da Karawanen umherlaufen lassen. Die werden auch sicherlich dann angegriffen und sowas, ne? Man baut dann Verteidigungsanlagen, Generatoren, damit man Strom hat. Man kann einfach, also das ist so eine Art Minecraft-Modus. Man kann zwar nicht wirklich abbauen, so Sachen, also, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob man durch die Welt laufen kann, um Sachen abzubauen. Man kann bereits Vorhandenes eben klein machen und in seinen Bestandteile zerlegen. Sicherlich kann man auch in einem gewissen Rahmen Rohstoffe so finden, aber ich glaube nicht, dass man richtig farmen gehen kann, ne? Von wegen Bäume abbauen und sowas. Ich glaube, das geht leider nicht. Wer braucht zu viel ist gut, nicht wahr? Komm, ihr scheiß Headcrabs, verpisst euch jetzt. Das reicht mir mit euch. Oh no! What the fuck? Scheiße, ich muss in diese Bar. Wow! Ich muss da rein. Es klingt. Haben mich gerade diese Viecher gekillt? Ey, scheiß drauf. Bin jetzt eh fast durch. Die Collector's Edition hat diesen Pip-Boy. Man kann, die kauft euch die. Man hat den Pip-Boy am Arm. Es ist so krass. Man rennt da rum. Man kann sein Handy da einschnallen. Dann lädt man so eine App runter. Dann kann man von seinem Pip-Boy den Pip-Boy im Spiel steuern. Also ultra fett. In dem Pip-Boy im Spiel wird es übrigens auch noch kleine Minigames geben. Und was weiß ich alles. Bethesda hat auch ein Mobile-Spiel zu Fallout rausgebracht. Also erst angekündigt und jetzt wird es aber wohl sicherlich veröffentlicht. Und das ist so eine Mischung aus Faster Than Light, XCOM und die Sims. Und es soll richtig, richtig fett werden. Es wird wohl auch ein paar Mikrotransaktionen geben, aber nicht so eklige, die dann alles beschleunigen oder sowas. So, was weiß ich, vielleicht möglicherweise nur so Sachen wie, geht es dein Sack blau anstatt rot? Ja. Ich nehme jetzt schon wieder zu lange auf und ich muss dann noch schneiden. Also von daher, guck mal. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid auch voll die Fallout-Fans und bestellt euch natürlich sofort vor, so wie ich auch mit Pip-Boy am Arm, alles Mögliche. Fallout wird so fett. Ich weiß es genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.